Touristen, die Belgrad besuchen, haben die Gelegenheit, in der Nähe der Stadt richtige Dorfidylle zu erleben. Auf dem Ethnohof Sornica Kuća scheint es, als sei man hunderte Kilometer von der Stadt entfernt. Man erlebt die ganze Schönheit der blühenden Natur, wie auch unerwarteten Komfort in Häusern, die nur aussehen, als seien sie gewöhnliche Dorfhäuser. Man erlebt dort auch die Gastfreundlichkeit der Gastwirte, die zeigen, dass auch Gastronomie Teil des serbischen Erbes ist. Sornica Kuća ist der erste kategorisierte touristische Dorfhaushalt auf dem Territorium Belgrads. Der Hof befindet sich im Dorf Bačevac in der Gemeinde Barajevo, etwa 30 Kilometer von der Innenstadt Belgrads entfernt. Die Einwohner von Bačevac sind als gastfreundliche und fleißige Menschen bekannt und Schriften zufolge waren die ersten Einwohner dieses Dorfes, welches es seit 1721 gibt, Siedler aus Sjenica im Südwesten Serbiens. Aus diesem Gebiet ist auch die Familie Sornić, deren Erben Denis und Elvis vor fast einem Jahrzehnt gewagt haben, ihre Tourismusgeschichte zu starten. Sie wollten Viehzucht betreiben und kauften von der Familie Stanojević den verwüsteten Hof. Aber dann kam die Idee vom Ethnohof. Auf dem etwa 3 Hektar großen Gut waren ein Stall, eine Scheune und ein altes Haus, das renoviert wurde. Und alles, was heute zum Hof gehört, ist für dieses Gebiet authentisch. Ende letzten Jahres wurden auch Appartements gebaut, sodass Touristen jetzt auch übernachten können. Und im Plan ist momentan auch ein Wellness-Center, welches ein Salzzimmer, Sauna und einen türkischen Bad wie auch ein Whirlpool haben wird. Neben der Hydromassage werden die Gäste auch die herkömmliche Massage genießen können, wie auch Rekreation im Fitnesscenter. Beim Renovieren des über 100 Jahre alten Hauses achteten die Besitzer vor allem darauf, alles authentisch zu lassen. Und so hat der Keller immer noch konstante Raumtemperatur und wird für Wein benutzt. Sornica Kuća ist für die Getränkekarte bekannt, auf welcher sich 60 Arten Schnaps und 47 Weinsorten befinden. Angeboten werden aber nur einheimische Getränke. Auf dem Hof gibt es 800 Pflanzenarten. Mit einem altmodischen Zaun ist auch ein Teil des Guts abgezweigt, wo es Ponys für Kinder zum Reiten gibt. Im Mini-Zoo gibt es Rentiere, Schwane, Pfauen, Wölfe und Füchse, verschiedene Arten von Fasanen und Enten. Besonders achtet man auf die Hygiene und Sicherheit des Zoos. Die Sornic planen, diesen Ort das ganze Jahr über interessant zu machen. Ausländer kommen im Frühling und Sommer hauptsächlich auf eigene Initiative oder werden von Freunden mitgebracht. Es kommen Menschen aus der serbischen Diaspora und Angestellte aus Botschaften. Seit kurzem kommen auch Jäger aus Spanien und Italien. Italiener, Deutsche und Franzosen sind keine Überraschung. Aber die Besitzer wurden schon von Gästen aus Costa Rica und Kuba überrascht. Kroaten kommen auch in großen Zahlen und sagen, sie würden öfters kommen. Wenn das Wetter schön ist, können Gäste im Garten gastronomische Spezialitäten genießen, was die Besitzer Tisch von Bačevac nennen und Touristen Paradies für Augen und Gaumen. Auf dem Hof gibt es eine altmodische Bäckerei, aus welcher immer frische Fladen kommen, wie auch Kuchen mit Trockenpflaumen. Das Souvenirangebot ist auch reichhaltig und fantasievoll. Die Besitzer haben sich das Angebot gut durchdacht und bereichern es ständig. Elvis Sornic sagt, dass man für Gäste, die mehrere Tage bleiben, einige Wandertouren bereitet hat, wie zum Beispiel die Wandertour zum See Duboki Potok, zum Dorf Veliki Borak, welches für die Teilnehmer des ersten serbischen Aufstands bekannt ist, aber auch für die erste Sitzung der Volksversammlung des rebellischen Serbien 1805, wo man das erste serbische Exekutivorgan wählte. Nur einige Kilometer von Sornica Kuća ist die kleine Holzkirche im Dorf Vranić vom Anfang des 19. Jahrhunderts, die für Holzschnitt und Ikonen bekannt ist. Es werden auch Ausflüge zum Gebirge Kosmaj organisiert, wie auch zum Kurort Seltas und zum Kloster Tresije, welches aus dem 13. Jahrhundert datiert und welches 3 Jahrhunderte später in türkischen Dokumenten als das reichste Kloster auf dem Territorium von Belgrad angeführt wird. Im Kloster wird zum Tag der Geburt Johannes des Täufers am 7. Juli das Tag des Buchs organisiert und im September ein Wettbewerb für Volksflötenspieler Serbiens.